Dirk Passiwan, Gratulation zu einer guten Leistung über weite Strecken, mit 13 Punkten letztendlich verloren. Wie viel mehr war heute drin? Ja, ich habe halt vorher schon zu der Mannschaft gesagt, wir müssen 40 Minuten Höchstleistung bringen, an die 100% spielen, gute Trefferquote haben, in der Verteidigung nicht nachlassen. Und leider hat uns dann am Ende diese große Line-Up von Landell ein bisschen gekillt, haben zu wenig die Stühle gestoppt. Und, ja, ich denke, es war mehr drin. Wir hatten dann auch mal kurz Hoffnung gehabt, so 3-4 Minuten vor Ende, wo es dann noch relativ knapp war. Aber wir wissen halt, dass wir sehr zufrieden sein müssen mit der Leistung und können. Ich glaube, der Trainer ist auch mit der Anfangsphase nicht so ganz zufrieden gewesen. Die Ansprache nach dem ersten Viertel lässt sowas vermuten. Was war da nicht in Ordnung? Ja, es war ein bisschen lauter, weil wir haben wieder zu nachlässig in der Defense gestanden, haben vorne auch irgendwie nicht genug zusammengespielt, nicht so genug zusammengearbeitet. Und ja, es ist immer ein bisschen lauter geworden, aber hat wohl gewirkt. Kurzer Ausblick für den Trip nach Wetzlar natürlich. Was ist noch drin? In deren Halle natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, wir werden uns genauso vorbereiten wie auf dieses Spiel hier. Wir müssen, wie gesagt, wieder Höchstleistung bringen und wir geben nicht auf. Wir versuchen wieder ein knappes Spiel zu machen und dann versuchen wir die Sensation da zu schaffen. Nach dem Spiel gab es noch zwei Verabschiedungen. Zwei Spieler werden euch verlassen, darunter eine Spielerin, die sehr erfolgreich war die letzten Jahre. Fällt schwer, ne? Genau, sie hat halt, war halt mit dem Verein drin, sie hat viel gemacht, auch für den Verein die letzten 4 Jahre. Und jeder Spieler, der uns verlässt, ist immer schwer zu ersetzen. Wir hatten gehofft, dass wir vielleicht das Team auch so komplett mal zusammenhalten können. Das ist halt relativ schwierig, wenn man immer so viele neue Spieler einbauen muss. Und es ist schwer zu ersetzen und wir sind hart dran am Arbeiten, aber da uns ja halt auch die finanziellen Mittel einfach fehlen, ist es halt immer schwierig, junge Talente zu finden, die dann auch nach Trier kommen. Nikolai Zeltinger, Gratulation zum Sieg. Ich denke, das war das Ziel, hier in Trier zu gewinnen. Trotzdem war es über lange Zeit eine sehr spannende Partie, auch zum Schluss nicht so richtig deutlich, woran lag's? Ja, wir haben uns schon sehr schwer getan. Also ich würde sagen, wir haben nicht unser bestes Spiel heute gemacht. Aber da gehört natürlich auch ein Gegner dazu, der heute auch gut eingestellt war, dass wir dementsprechende Schwierigkeiten damit hatten. Also da haben wir uns lange die Zähne ausgebissen. Ich glaube, nachher der Unterschied war, dass wir wahrscheinlich die längere Bank hatten, ein bisschen mehr frischere Leute, die zum Schluss kommen konnten und hier die Verantwortung übernehmen konnten und vielleicht auf der Gegenseite so ein bisschen Tribut gezollt wurde für lange, harte Arbeit. Zwei Spieler möchte ich erwähnen. Michael Pay war krank die Woche, hat meiner Meinung nach aber noch trotzdem überragend gespielt und Dirk Köhler macht dann, ich glaube, 10 Punkte am Stück. Ja, also Mikey war krank, war deutlich geschwächt, ist gestern zum ersten Mal aus dem Bett gekommen, direkt bei uns in der Halle vorbei, hat ein paar Würfe genommen. Also ich kenne Mikey schon noch deutlich souveräner und noch deutlich besser. Dirk Köhler hat die ersten 30 Minuten bei uns verpennt. Der war irgendwie nicht da und hat aber nachher seinen Turbo nochmal gefunden und hat dann natürlich Löcher in der Verteidigung gefunden und auch ausgenutzt, die natürlich dann das Spiel eigentlich zu unseren Gunsten gedreht haben. Kurzer Ausblick noch zu Spiel 2, nächstes Wochenende dann in Wetzlar. Wie schwer wird's oder wird's leichter durch die Vorerfahrungen heute? Vielleicht nehmen die Spieler meine Warnungen deutlicher an, irgendwie nach so einem Spiel, weil wir natürlich darauf vorbereitet waren, dass sowas passieren kann. Aber da spielen wir auf unserer Heimkulisse mit unserem heimischen Publikum und der eigenen Halle. Ich bin zuversichtlich, dass wir nächste Woche besser spielen. Aber ich weiß, dass Trier auch noch was drauflegen kann und man hat gesehen, mit wie viel Herzblut die spielen hier vor ihrem eigenen Publikum und haben eine tolle Leistung abgeliefert gehabt. Frau Ministerpräsidentin, Trier gegen Landil, ein mitreißendes Spiel. Mit 13 Punkten haben die Trier letztendlich verloren. Wie haben Sie die Partie erlebt? Ja, Wahnsinn, wie die Dolphins sich gehalten haben. Es war wirklich einmalig. Es war ja vollkommen klar, dass Landil eigentlich die Favoriten waren und wir sind total stolz. Also am Schluss hatten sie einfach auch ein bisschen Pech. Es war ganz eng. Schade, aber wir können trotzdem total stolz sein, dass sie es so weit gebracht haben. Und wir drücken natürlich die Daumen jetzt weiter. Ich höre viel Fachkenntnis schon aus der Antwort. Wie ist Ihr Bezug zu den Dolphins oder zum Rollstuhlbasketball an sich? Ja, ich bin generell Basketball-Fan und ich gehe auch öfter zu den Dolphins. Wenn immer es klappt, geht mein Mann und ich hierher. Der Rollstuhlbasketball ist wirklich was Besonderes für uns hier in Trier, für Rheinland-Pfalz, weil die Trierer jetzt ja auch schon ewig lang in der ersten Bundesliga sind. Und jetzt eben die Qualifikation in den Playoffs, das ist schon was ganz Besonderes. Sie sagen, Sie drücken natürlich den Trierern im Rückspiel die Daumen. Wie kann es denn klappen? Welche Tipps haben Sie denn für Dirk Passiwan und seine Mannschaft? Ja, sie hatten auch ein bisschen Pech zwischendrin. Also ein, zwei Körbe mehr in der entscheidenden Phase und dann hätte sich das Spiel auch drehen können. Ich glaube, die haben alles gegeben und das wird auf dem Rückspiel natürlich noch viel schwieriger, einfach weil sie dann nicht die Heimat im Rücken haben. Trotzdem, es ist eine unheimliche Kraft in dieser Mannschaft, ein toller Teamgeist und deshalb toll, toll, toll fürs Rückspiel.